Da hatte ich großes Mitleid mit dem Ärmsten. Ja, das glaube ich. Also hier im Altarum haben wir noch nichts an Kugeln gefunden. Das finde irgendwie schade. Doof. Ja, voll Kacke. Jetzt haben wir hier nichts außer dem Bullen hier gehabt, oder wie? Der Bulle macht mir Angst. Oh, da geht's raus! Ich will raus! Licht! Na gut. Dann ist es wieder Zeit zum Kriechen und Angst haben. Genau. So, Tür zu. Mal sehen, wo es hier weitergeht. Hallo? Ich gehe lieber mal hinter den Säulen her. Ich habe gerade gedacht, da steht ein Hund. Ein Hund? Keine Ahnung, wieso. Pass auf, gleich bellt's irgendwo. Oh Gott. So viel dann zum Thema Hund. Ah, die Bude bebt. Ich gehe mal schön am Rand entlang. Ich glaube, das war im Altarraum sogar die Aufgabe, dass man nur an den Wänden gehen soll, aber ich weiß nicht, ob es da war. Ach so. Dann mache ich ja alles richtig, hoffe ich. Weil ich habe keinen Bock, da in der Mitte zu stehen und dann sieht mich das Monster erst recht, weißt du? Ja, und dann kommt es so an und dann will das mit dir Walzer tanzen. Ja. Was total strange wäre, aber auch irgendwie voll cool. Und lustig. Ja. Hier ist schon wieder so ein Abgrund. Spring, spring, spring. Nein, lieber nicht. Wir wollen ja nicht so sein. Genau. Ich glaube, ich muss wieder auf die andere Seite. Da ist jemand müde. Ja. Man hat Schlafmangel, wenn man zwei Kerle im Haus hat. Oh Gott, wieso hast du zwei Kerle im Haus? Weil die meinen, dass sie bei uns wohnen müssen. Aha. Mhm. Und wenn die immer bis 4 Uhr nachts im Ich glaube, die Demi ist zu wieder weg. Hocken, ach nee, doch in nicht. Voller Lautstärke. Ja. Nee, ich bin noch da. Ja, es war gerade ja, irgendwie so halt abgehackt. Ein bisschen doof. Ja. Ja, wie gesagt, die ficken mein Internet, ne? Sie sollen bitte damit aufhören. Ja, da bitte ich drum. Dann stehe ich denen gleich im Wohnzimmer. So, jetzt bin ich wieder auf der anderen Seite. Und gehe weiter am Rand entlang. Das können wir ja gut. Ich will wieder hinter die Säulen gehen. Ah, da ist eine Tür. Ach nee, ich kann hier gar nicht hinter die Säulen gehen. Dein Mikro macht wieder so tolle Geräusche. Yay, ich brauche Neues oder so. Eine Tür. Tür. Ist hier jemand? Ich mag Türen. Ich mag Züge. Oh mein Gott, ein Stuhl. Ein Stuhl. Oh. Oh. Schöner Freund. Ja, Daniel hört hier wieder irgendwelche Stimmen. Sein psychischer Zustand geht runter. Yo. Was ist? Wie immer. Ah! Oh Gott. Oh Gott. Das. Boah, mein Herz.
Das nenne ich Spezialeffekte. Der Fälscher stand völlig still. Der Sarg war verschlossen worden, aber es drang noch ein schwarzer Lichtschein ins Innere. Schwarzer Lichtschein. Ja, das wär's noch. Sieht bestimmt lustig aus. Ja. Unzählige eiserne Spitzen waren auf ihn gerichtet. Sie glänzten im Licht und warteten nur darauf, dass es für einen Moment seine Haltung verliere. Dass er, nicht es. Zwitter! Er stieß sich am Knie und fühlte, wie das Blut sein Bein herunterlief. Vor Schmerzen fiel sein Kopf leicht nach vorn. Es dauerte eine Weile, bis er begriff, dass er sich soeben sein Auge aufgespießt hatte und es nun auslief. Uah! Lecker. So ist das schön zu sterben. Ich mach das mal wieder zu. Pass auf, gleich springt der Typ da raus. Oh Gott, lieber nicht. Was haben wir hier? Ah, ein Splitter! Ja, jetzt haben wir schon 4. Yay! Wie schön ich das finde. Ja, das ist toll. Hey. Ein Knochen. Können wir den aufheben? Nee, nur so blöpp herumwerfen. So, jetzt fehlt der Hund, der ihn aufsammelt. Ja. Pascal! Nein. Komm, mein Lieber. Ja, komm. Ja, feiner Hundi. Laudanum. Ich mag Laudanum. So, da hinten war noch ein Durchgang. Mit einer Zunderbüchse. Zunderbüchse. Brennende Unterhosen. Als hätten wir nicht genug davon. Genau. So, Zeit für Kriechen. Kriecheln. Ach ja. Monsterbett befern. Weiche von mir. Ich hab Knoblauch dabei. Als ob der das abhalten würde. Ah, Mist. Halt ihm deine Steuererklärung vor die Nase und renn sie eh schon. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, nee. Ich mag Käsebällchen, da ist eine Zunderbüchse. Kommst du jetzt auf Käsebällchen? Ich hab keine Ahnung. Genau, lass über Essen reden. Wie gesagt, ich mag Käsebällchen. Ich mag Toastbrot, aber wir haben... Ja, Sandwich. Die bösen Jungs. Keins mehr. Jungs, verfressene Arschlöcher. Ja, hier Nein. kamen wir ja her, ich darf ne? meinen Freund jetzt nicht... Ja. Nee. Was mag ich denn noch? Ich mag Lasagne. Ja, die mag ich auch, aber nur vegetarische. Ach ja, stimmt. Du bist ja Vegetarierin. Ja, und ich habe gestern Schnitzel gegessen, woraufhin mir kotzübel war. Wieso isst du als Vegetarierin Schnitzel? Ich habe mit den Jungs eine Wette abgeschlossen. Oh Gott. Und die habe ich leider verloren. Ja. Ist das Lampenöl? Ja, Lampenöl. Und eine Zunderbüchse. Ja! So. Ich mag den Raum hier nicht. Ja, der ist doof. Ich habe Schritte gehört. Oder sowas ähnliches. La la la. Oh, ich habe Schlafmangel. Das merkt man. Ganze Zeit am Gähnen. Ja, und ich habe morgen Schule. Ach ja, morgen ist Montag. Oh, noch eine Zunderbüchse. Jetzt werfen wir mit Zunderbüchsen um uns. Ja, Feuerwerk. Hier geht's rein.
Na, die Bude bebt schon wieder. Erdbeben. Am Anfang des Spiels, als die Burg immer gebebt hat, habe ich mich voll erschrocken. Ja, lauf vorne Wurzel, Daniel. Er mag Bäume. Es ist gerade ganz rot hier geworden. Warum auch immer. Uns hat so jetzt habe ich auch gemacht. Keine Ahnung, was das bedeutet. Das habe ich nicht gehört. Ja, deswegen habe ich es hier nochmal nachgemacht. Sehr gnädig. So, hier haben wir die nächste Tür. Tür! Yay! Wie ihr vielleicht merkt, ich halte mich immer rechts, damit ich mich nicht verlaufe. So, kriege ich da rein. So. Flashback! Hatten wir ja lange nicht mehr. Das Rad eignet sich zum Festhalten des Opfers während der Prozedur. Sie können am äußersten Rand befestigt oder einfach über das Rad gelegt werden, wobei man die Gliedmaßen an Speichen und Kranz festmacht. An dieser Stelle sind alle Werkzeuge nützlich und du kannst die Folter nach Belieben durchführen, aber die Stärke des Rades sind seine Spalten. Hast du entschieden, dass das Opfer sterben soll, kannst du seine Gliedmaßen auf den Rahmen mit einem Hammer zerschmettern. Oh Gott. Aber sie werden sterben. Zu schnell, meine ich. Nein, mach dir keine Gedanken. Der menschliche Körper ist viel belastbarer. Sie können tagelang überleben, bis sie endlich ihren Verletzungen erliegen. Na super.